Himmelfahrt in Pflegessen heißt Pokal-Halbfinale Part 2 TSC Fischbeck. Das Team aus der ersten Kreisklasse ist gefährdet gegen den TSV Bisperode, den Tabellendritten der Fußball-Kreisliga. Und das sagt alles. Die Favoritenrollen, die sind hier klar abgesteckt. Das waren sie aber auch tags zuvor schon. Und da siegte die TSG Emmerthal ja nach Elfmeterschießen fast schon sensationell gegen Germania Hagen. Und die hier, die wollten auch so eine Überraschung erleben. Die Schlachtenbummler, angereist aus dem Stiftsdorf, aus Fischbeck und lautstark ihre Mannschaft nach vorne pushend. Die Blues ganz in Blau auflaufend, die Mannschaft von Trainer Zeisberger, der TSV. Der hatte natürlich was dagegen, wollte ins Finale. Das wäre dann 2013, die Wiederholung von 2013 eben gegen die TSG Emmerthal. Und die erste Chance, die hatten dann auch die Ostkreisler mit ihm hier, Daniel Krikonenko, immer wieder gefährlich mit einem starken Auftritt auch heute in Pflegessen. 8 Minuten waren gespielt, Dennis Oetzen im Tor, der Fischbecker mit starker Parade, dann aber machtlos. 2 Minuten später bei diesem Kopfball von Abbas Yaba nach Freistoßseite. Die frühe Führung, die spielte den Bisperodern jetzt natürlich in die Karten und die wollten gleich nachlegen und taten das auch. Daniel Krikonenko völlig freistehend, zentral dann mit Beinschuss, unhaltbar aber für Oetzen. Und da steht es 2:0, 14 Minuten gespielt, die kalte Dusche hier also sehr früh für den TSC Fischbeck, der dann weiter Verteidigungsdienste zu leisten hatte. Weitschuss von Krikonenko, diesmal aber vorbei, 19 Minuten gespielt. Benedikt Dreier, der tritt gleich in der nächsten Szene in Erscheinung und versucht es auch mal aus der zweiten Reihe, in diesem Versuch noch abgefälscht, der Ball dann aber übers Tor. Da war eine knappe halbe Stunde gespielt. Die Fischbecker, sie kämpften und sie kamen das erste Mal in dieser Situation, gaben sich nicht geschlagen, waren nicht geschockt von diesen zwei frühen Gegentreffern. Und dann über die linke Seite, dann kommt der Ball nach innen und die herrliche Abnahme an Bartels vorbei. Und da ist der Anschluss, Johannes Kaneida. Großer Jubel beim Fischbecker Anhang. 35 Minuten gespielt, der Underdog, er schlägt zurück, er setzt das Zeichen. Wir sind hier, aber kurz danach, da war er wieder da, Abbas Yaba düpiert 2 Gegenspieler und schiebt dann freistehend ins Tor ein. Kurz vor der Pause, 44 Minuten gespielt, das war natürlich auch ein Treffer zum, wie man immer schon sagt, und das weiß auch Zeisberger, psychologisch wichtigen Zeitpunkt, Rick Balk. Er verzichtet diesmal auf Einsatz oder auf das Selbstmitspielen und sieht seine Mannschaft weiter im Vorwärtsgang. Oetzen zur Stelle bei diesem Versuch von Manuel Ungermann. 48 Minuten gespielt, das wäre dann natürlich die endgültige Entscheidung gewesen. So viel Speck weiter im Spiel mit Timo Guckel am langen Pfosten vorbei. Richtig gute Chance, da wäre beinahe der Anschlusstreffer gewesen. 55 Minuten gespielt, 66. Minute dann diese Szene. Bisperode setzt sofort nach über den, wie eben schon erwähnt, starken Krikonenko. Und in der Mitte ist Abbas Yaba dann zur Stelle. 66. Minute, 4:1, Deckel drauf. Yaba mit seinem dritten Treffer und damit macht er alles klar hier natürlich. Der TSV wollte noch nachlegen und tat das auch. Daniel Ivicic aufgerückt am langen Pfosten bereit und so einen macht er dann natürlich rein. 68. Minute, 1:5. Sollte das hier eine richtige Packung geben für den TSC? Klare Antwort, nein, die Blues, sie kämpften weiter, machten wirklich ein ordentliches Spiel hier. Der Versuch von Routinier, Predrag, Balczak zunächst noch vorbei und das letzte Tor des Spiels gehörte dann den Blauen, gehörte dann den Zeisberger Jungs. Schöne Szene, herrlich gemacht von Johannes Kaneida. Endstand 2:5. Gefeiert wurde trotzdem irgendwie auf beiden Seiten. Pfingstsonntag geht's weiter. TSG Emmerthal, TSV Bisperode, dann das Finale in Pflegessen. Rick, heute von deiner Mannschaft ein 5:2 im Halbfinale gegen Fischbeck. Hat es dir gefallen heute von deiner Mannschaft oder ist was zu bemängeln?
Ja, es gab Sachen, die haben mir sehr gut gefallen. Es gab Sachen, die haben mir nicht so gut gefallen, die wir auf jeden Fall besser machen müssen, wenn wir gegen Emmerthal spielen. Ja, man muss auch sagen, Fischbeck, Mario hat die Mannschaft gut eingestellt dafür, dass die in der Liga, sage ich mal, immer wieder auf die Mütze bekommen oder oft auf die Mütze bekommen, Abstiegskampf sind, haben sie trotzdem hier gut gekämpft. Er hat sie, wie gesagt, gut eingestellt, haben uns alles abverlangt. Das Gute war, dass wir eine gute Einstellung an den Tag gelegt haben, dann, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt mal nochmal das Spiel voll durch, egal gegen wen wir spielen, ob es jetzt ein bezirksliges, kreisliges, Kreisklasse Mannschaft ist. Wir probieren das Ding zu gewinnen und ins Finale zu kommen. Und das haben wir, denke ich, auch geschafft. Nach dem 2-0, wo wir dann zum nicht so guten kommen, haben wir 20 Minuten eine Schwächephase gehabt, wo wir uns ein bisschen ausgeruht haben auf unsere zwei Tore. Dachten dann, das ging von alleine. Da hat Fischbeck dann ein bisschen Oberwasser bekommen, dann auch das 2-1 gemacht daraus. Und das ist so die Sache mit 20 Minuten, wo ich nicht so zufrieden war. Zweite Halbzeit haben wir dann gesagt, dass wir einfach den nächsten Mann anspielen sollen, dass wir keine 0815 Bälle spielen sollen, sondern wirklich nur den nächsten Mann anspielen, Folgeaktionen reinbringen, dass wir wieder anspielbereit sind. Da lief es besser, da haben wir mehr Torchancen uns noch rausgespielt und da war ich einfach zufriedener, war ich ein bisschen ruhiger auf der Bank, was die zweite Halbzeit betrifft. Gut, apropos Ruhe, hast du die jetzt auch schon vor dem Finale oder ist da schon ein bisschen Nervosität vor? Also eigentlich bin ich immer sehr entspannt, heute selbst vor dem Halbfinale war ich vorm Spiel sehr angespannt oder gesunde Anspannung hatte ich da und ich denke, das wird nächste Woche am Sonntag gegen Emmerthal genau sein, dass ich da genauso angespannt bin, mindestens genauso. Ich denke mal, es ist für mich als Trainer auch schön, im Finale zu sein, das erste Mal mit einer Herrenmannschaft, das ist schon eine schöne Sache und da will man natürlich auch den Pott holen. Ich denke mal, die Chancen mit Emmerthal, die werden 50-50 stehen, die Mannschaft, die mehr will an dem Tag, die wird das Ding auch gewinnen. Gut, wünsche euch schon mal viel Erfolg fürs Finale. Vielen Dank auch. Und bis dann. Mach's gut. Wir sehen uns. So Mario, heute im Halbfinale. Aller Vorzeichen nach leider auch verloren gegen Bisperoda mit einem 5-2. Was sagst du denn erstmal zum Spiel? Wie hat es dir gefallen von deiner Mannschaft? Also gerade die erste Halbzeit haben die Jungs das wirklich gut gemacht, auch wenn wir relativ schnell 2-0 in Rückstand geraten sind. Ich muss sagen, die Mannschaft hat nicht aufgegeben, hat weiter gedrückt. Bis zur Pause haben wir uns vorgenommen, das 2-1 zu machen. Das hat dann auch funktioniert, das haben sie wirklich gut gemacht. Natürlich muss man schon sagen, dass Bisperoda spielerisch einfach stärker gewesen ist. Aber unglücklich einfach dann, dass wir das 3-1 bekommen haben noch vor der Halbzeit. Ich glaube, dann kommt man einfach besser aus der Halbzeit raus. Das konnten wir leider nicht. Aber nichtsdestotrotz hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir weiter Gas gegeben haben. Ich musste dann einfach nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit offensiver uns einfach ausrichten und wir haben dann halt alles versucht, nochmal das Spiel irgendwie ein bisschen zu drehen. Das hat Bisperoda natürlich clever ausgenutzt, haben dann natürlich relativ zwei einfache Tore gemacht, wo wir nicht clever gespielt haben, aber auch dort nach dem 5-1 hat die Mannschaft einfach weitergearbeitet und ich habe es denen einfach gegönnt, dass sie dann zum Schluss noch das 5-2 geschossen haben. Mich freut es einfach. Wir sehen die Fans, die mitgekommen sind, die haben die Mannschaft unterstützt, haben sie nicht ausgebuht und das gibt einfach unheimlich viel Kraft dann letztendlich für Sonntag, für das ganz wichtige Spiel gegen Klein-Berkel. Genau, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Am heutigen Tag könnt ihr ja auch Positives, wie zum Beispiel die zwei Tore, die ihr geschossen habt, womit ja auch nicht jetzt jeder gerechnet hat, denke ich mal, von den Zuschauern und eure schöne Kulisse, die ihr hattet. Ich denke mal, ihr nehmt viel Positives aus heute mit. Was nimmst du dir denn vor? Meinst du, ihr könntet diesen großen Schritt dann am letzten Spieltag mit ganz viel Zusammenhalt gehen? Also stellst du dir es auch wirklich realistisch vor oder wird es ein harter Kampf? Also es gibt ja ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen müssen. Nicht nur, dass wir gewinnen müssen, wir müssen einfach auch auf Tündern hoffen, dass sie gegen Osterwald mindestens einen Punkt holen. Da hoffen wir einfach drauf. Nichtsdestotrotz müssen wir in Klein-Berkel Gas geben, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir werden da voll auf Angriff spielen, da gibt es kein Abwarten oder sonst was. Auch dort wissen wir, dass die Zuschauer kommen, uns unterstützen werden und dann schauen wir einfach, was passiert. Und letztendlich ist es ja da auch noch nicht entschieden, dann kommt ja noch die Relegation, wir müssen ja auf Tündern 2 auch noch hoffen. Aber auch dort, falls es dann wirklich so weit kommen sollte, werden wir natürlich sie auch unterstützen und anfeuern. Aber jetzt erstmal einen Schritt zum nächsten. Und ich finde einfach, dass wir jetzt einen guten Grundstein gelegt haben für Sonntag, nehmen das positive Gefühl mit, auch zwecks der Niederlage, aber die Jungs wissen, was sie hier geleistet haben und dann schauen wir, was am Sonntag dabei rauskommt. Gut, dann wünsche ich euch für Sonntag ganz viel Erfolg. Mach's gut. Dankeschön.